Hallöchen Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Child Lebensborn. Wir machen weiter, wir gehen schlafen und gehen zum 18. Nein, wir gehen zum 22. Dezember. Hallo! Das war's mit Schule für dieses Jahr, richtig? Gestern war der letzte Tag. Ich habe ein sehr gutes Zeugnis bekommen. Oh, das freut mich. Ich habe gute Noten im Mathe- und Naturkundeunterricht. Herr Berg sagte sogar, ich sei unter den Besten. Ich bin wirklich stolz auf dich, Klaus. Du hast hart gearbeitet dafür. Ich bin froh, dass Herr Berg so ein guter Lehrer ist. Herr Berg mag dich wirklich, was? Das ganz untere würde bedeuten, er mag dich, also er hatte nur gute Noten gegeben, weil du ein toller Junge bist. Ich bin wirklich stolz auf dich, Klaus. Du hast hart gearbeitet dafür. Danke. Ich schätze, mit Herrn Berg dort kann ich nächstes Jahr auch gut in der Schule sein. Schlussverkauf. Großer Weihnachtsschlussverkauf, diesen Samstag. Eine Menge heruntergesetzte Lebensmittel, die erfahrungsgemäß schnell ausverkauft sein werden. Und ein Brief. Was ist das denn? Was ist das denn? Es sieht so aus, als gäbe es ein paar Weihnachtsrabatte. Hier steht, dass einige Lebensmittel diese Woche reduziert sind. Nichts Wichtiges. Es sieht so aus, als gäbe es ein paar Weihnachtsrabatte. Was heißt das? Nichts Wichtiges. Es bedeutet, dass einige Lebensmittel günstiger sind. Es bedeutet, dass wir diesen Monat vielleicht besseres Essen kaufen können. Es bedeutet, dass einige Lebensmittel günstiger sind. Oh, Festessen, speziell zu Weihnachten. Ja, wir sollten welches besorgen. Richtig, mal sehen, ob wir uns welches leisten können. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir uns das leisten können. Ja, wir sollten welches besorgen. Besseres Essen? Oh, das ist das Besondere. Das ist das Besondere. Teure Festessen, oder? Speziell zu Weihnachten. Oh, das Essen, das wir uns nicht leisten können. Weil ich... Oh. Ja, das ist die Auswirkung deines Handelns. Es ist nicht optimal, aber wir machen das schon. Nein, nein, mach dir keine Sorgen. Wir können es uns leisten, ich verspreche es. Gut, dass wir auch nur 20 Dollar reingesteckt haben. Sonst hätten wir jetzt noch 30 Dollar weniger. 260 nur noch. Ich meine, das ist schon anderthalb Wochen her mit dem Diebstahl. Er hat es ja im Prinzip versucht, um sich, also er hat es wirklich schwer. Und er hat versucht, sich halt in eine bessere Situation zu bringen. Und er hat daraus gelernt, dass es halt nicht funktioniert hat. Das Problem ist, ich kann es auch nicht versprechen, weil ich nicht weiß, wie teuer es ist. Was soll keine 300 Gold kosten, oder? Es ist nicht optimal, aber wir machen das schon. Ja. Oh, okay. Können wir mal kaufen gehen? Die sind aber günstig geworden. Da ist es. Minus 50%. Aber nur einmal scheinbar. Nice. Jetzt machen wir das noch ein paar Mal. Ach, das ist das Festessen gewesen, ja. Dann lass uns das noch mal zubereiten. Allerdings sollten wir da vielleicht warten, bis bis es Zeit dafür ist, oder? Gut, du hast auf jeden Fall Hunger. Lass mich erst mit dich waschen. Ich glaube, du bist auch wieder in der Laune, dass ich ein bisschen durch... Oh, hier vorne muss ich, glaube ich, hin. Aber ist egal. Dass ich ein bisschen durchkitzeln kann und dann kriegst du ein bisschen Grießbrei. Nam, 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 nam. Ich muss heute arbeiten, oder? Na, Kacke aber auch. Heute ist Samstag. Ich kann auch mal Post lesen. Lass uns früh morgens Post lesen. Das glaube ich auch, okay. Siri Fjellwig. Es tut mir leid, also die Mutter von Klaus. Es tut mir leid, dass meine letzte Antwort so hart klang. Ich wünsche dem Kind das Allerbeste, kann aber dennoch keinen Kontakt aufbauen. Du könntest aber mal meinen Eltern in Hammerstadt versuchen. Oh, nice. Schreibe. Herr und Frau Fjellwig. Ich habe sie das letzte Mal gesehen, als ich ihr Enkelkind vor 3 Jahren abholte. Ihre Tochter sagte, dass ich an ihren Anstand appellieren und Informationen über Klaus, deutsche Familie, erfragen könnte. Bitte tun Sie Klaus den Gefallen und helfen ihm aus. Oh. In den Nachrichten. Deutsche hier erlauben. 12 Millionen Deutsche wählten Adolf Hitler, den größten Gewalttäter, der jemals mit einem Mehrheitsentscheid gewählt wurde.
Nun können norwegische Arbeiter endlich ihren Lebensunterhalt verdienen und wir wollen Deutschen erlauben, hier zu arbeiten? Niemals! Ich werde niemals vergessen oder vergeben, schreibt scheinbar die Zeitung. Oh, wir haben seinen Großeltern einen Brief geschrieben. Ich muss tatsächlich arbeiten, ist ja voll nervig. Schon mal was von Betriebsferien gehört? Nee, Mann. Noch mehr reduzierte Rabatte? Reduzierte Lebensmittel? Oh, ist das ein schönes Spiel, Leute. Helgi, na? Kann ich dich nochmal waschen? Na cool, ich kann jeden Step waschen, das ist cool. Du bist auf jeden Fall hungrig, glaube ich, ne? Hallo, hungrig, ich bin Papa. Ach, oh, ist der F-Movie schon cool gewesen. Nam, lecker. Dann lass noch zusammen dieses Ding flicken. Ich bin müde. Oder auch nicht. Oh, hat er nicht gesagt diesmal. Ein zerknülltes Stück Papier. Das heißt, es hat irgendjemand weggeworfen scheinbar. Er selbst. Das scheint er zu sein mit einem Schwanz und einer großen Nase und Ohren. Wer ist das? Ist das du, Klaus? Ich bin ein böser Troll. Oh nein. Ich bin ein böser Troll, oder? Genug mit dem Trollquatsch. Du bist eindeutig kein Troll. Warum sagst du das? Natürlich bist du das nicht, nenn ich nicht. Warum sagst du das? Etwas stimmt nicht. Mit meinem Blut. Trolle stehlen und tun schlimme Dinge. Ich habe das Geld genommen. Ich wusste, dass es falsch war. Aber ich habe es trotzdem getan. Du hast etwas Schlimmes getan, aber du hast deine Lektion gelernt. Jeder macht Fehler. Das ist eine sehr menschliche Sache. Trolle können hingegen nicht aus Fehlern lernen. Das wäre mir egal, so oder so. Du bist mein kreativer, lieber kleiner Junge. Ich würde das Mittlere machen wahrscheinlich. Das Erste ist zwar auch wichtig, das zu sagen, dass er aus der Lektion gelernt hat. Aber ich glaube, das Zweite impliziert genau das Gleiche, ne? Jeder macht Fehler. Das ist eine sehr menschliche Sache. Trolle können hingegen nicht aus Fehlern lernen. Wirklich? Also bin ich ganz sicher kein Troll? Okay. Es fühlt sich gut an, wieder ein Mensch zu sein. Möchtest du mir vielleicht eine Geschichte vorlesen, bevor ich einschlafe? Es ist zu spät, Klaus. Ah, dann gute Nacht. Ein neuer Tagebucheintrag. Den werden wir uns sofort angucken. 23.12. Sie hat sich umentschieden. Ich freue mich so für dich. Du solltest diese Geste im Kopf behalten. Es muss bedeuten, dass sie sich doch um dich sorgt. Sie war nicht gezwungen, das zu tun. Hoffen wir, dass deine Großeltern auch in weihnachtlicher Stimmung sind und uns helfen wollen. No. Was ist das Trollbild, was zerknittert wurde? Ich glaube, das werde ich morgen erst zubereiten. Lass erst einmal, das brauchen wir aktuell, glaube ich, nicht machen. Wir werden mal ein bisschen Essen verarbeiten. Die Frage ist, will er mitmachen? Ich weiß es nicht genau. Deswegen machen wir lieber einen Fisch alleine. Und das andere macht er dann mit mir zusammen, okay? Dann geht's auf zum Schlafen. Hä? Stand gerade im Tagebuch nicht 23.12.? Ja, oder? Ich habe mich gerade gewundert. Morgen ist Weihnachten! Du musst so aufgeregt sein. Freust du dich darauf? Du verdienst ein schönes Weihnachtsfest dafür, dass du in der Schule so gut bist. Aber immer diese Bedingungen. Ah. Du musst so aufgeregt sein. Schätze schon. Können wir vielleicht etwas Schönes machen? Ach, heute ist Sonntag. Ja, lass uns spielen. Okay. Das ist schön. Was sollen wir tun? Wie wäre es, wenn wir zusammen lernen? Ich glaube, malen wäre lustig. Ich liebe malen. Welches Kind liebt nicht malen? Das ist ein Troll, der entweder einen Baum oder eine Blume in der Hand hält. Und das ist, glaube ich, unser Haus. Es ist ein Baum. Nam, 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 nam.
Es liegt so viel Schnee. Es sieht so aus, als wäre die ganze Welt mit Zucker bedeckt. Wir sollten rausgehen, einen Schneemann oder Schneeengel bauen oder so. Das ist eine gute Idee. Stell dich die Kälte nicht. Sowas brauchst du Kinder nicht fragen. Die laufen sogar nackig raus. Ist denen doch egal. Wenn sie kalt sind, wenn sie krank sind, ist wieder was anderes. Ist dann doof. Und das ist eine gute Idee. Er hat ja einen Schal. Juhu, gehen wir. Lass uns einen Schneemann bauen, ne? Ich meine, er ist so dick eingepackt. Na gut, kurze Hose, aber ich glaube, der ändert es auch nicht. Lass uns einen Schneemann bauen. Warum nicht? Wir bauen einen Schneeklaus. Toll, wir haben einen Schneemann gebaut. Er sieht lustig aus. Ich mag es, mit dir draußen zu spielen. Schneemänner machen Spaß. Cool. Wollen wir zusammen fischen gehen? Einmal probieren. Na, ah, cool, noch einen Fisch geholt. Nice. Wow, er ist fast entwischt. Alter, wie schmuddelig er ist. Alter Schwede. Komm, Bruder, geh mal baden. Ah, mach dich sauber, mein Freund. So. Aber sonst irgendwelche Zeichnungen irgendwo von dir? Nö, wa? Ich würde sagen, wir gehen mal. Oh, du brauchst doch was, auf jeden Fall was zu essen. Wir werden das mal zusammen machen, das Mal. Einen leckeren Eintopf. Ein Festschmaus. Kartoffelpüree. Draußen zu spielen war schön. Bist du immer noch sauer auf mich, weil ich gestohlen habe? Das ist Wochen her. Naja, eine vielleicht. Überhaupt nicht. Du hast dich bereits entschuldigt. Es war voll falsch, aber ich verstehe, warum du es getan hast. Es ist falsch zu stehlen, Klaus. Du hast dich bereits entschuldigt. Ist das genug? Also ich finde das zweite auch nicht verkehrt. Das war falsch, aber ich verstehe, warum du es getan hast. Dass es falsch war, weiß er. Aber ich möchte ihm damit sagen, dass ich es nachvollziehen kann, warum er es getan hat. Und dass ich vielleicht an seiner Stelle genauso gehandelt hätte. Aber das ist ja trotzdem nicht richtig, wa? Überhaupt nicht. Du hast dich bereits entschuldigt. Es ist im Endeffekt nur Geld, Leute. Scheiß auf Geld. Ich bin wirklich, es ist unentschlossen. Ich würde gerne beides machen. Überhaupt nicht, du hast dich bereits entschuldigt. Es war falsch, aber ich verstehe, warum du es getan hast. Ne, ich mach das Oberste. Ich glaube, das Oberste ist so da. Ich hab dich immer noch super lieb. Ich bin dir überhaupt nicht mehr böse. Überhaupt nicht, du hast dich bereits entschuldigt. Ich fühle mich so schlecht. Ich verspreche, ich werde es nie wieder tun. Das ist gut, Klaus. Ich bin nicht sauer auf dich. Ich vertraue dir. Du hast deine Lektion gelernt. Klingt, als hättest du deine Lektion gelernt. Ich vertraue dir. Du hast deine Lektion gelernt. Das ist gut, Klaus. Ich bin nicht sauer auf dich. Ach, dass sie die Lektion gelernt hat, weiß er. Das brauche ich nicht sagen, glaube ich. Das ist gut, Klaus. Ich bin nicht sauer auf dich. Vertraue dir. Ah, das ist aber auch gut. Mann, das ist aber schwierig, ey. Ich vertraue dir. Du hast deine Lektion gelernt. Das habe ich. Das ist gut, Klaus. Ich bin nicht sauer auf dich. Danke, dass du nicht sauer auf mich bist. Ich konnte sogar beides machen. Wie cool war das denn? Ich glaube, du bist müde, oder? Ja. Glaubst du, wir werden meine Eltern jemals finden? Naja, eigentlich, erzähle von dem Brief deiner Mutter. Werde ich nicht tun. Weil ich würde ihm sagen, yo, ich kenne sie, ich habe auch mit ihr geschrieben, aber sie würde ich nie kennenlernen. Ich glaube, wenn ich ihm das jetzt sage, dann wird er auf Ewigkeiten deprimiert und traurig sein und er wird mich hassen. Natürlich, eines Tages, wenn du älter bist. Ich glaube, mit 18 darf man sie dann, ich weiß nicht, wie es in den Norwegen und so weiter ist, aber mit 18 darf man, glaube ich, ja seine biologischen Eltern kennenlernen. Natürlich, eines Tages, wenn du älter bist. Oh. Hä? Ich soll das andere machen sollen? Verdammt. Wir brauchen sie nicht. Morgen ist Weihnachten. Kannst du mir diese Geschichte vorlesen, die ich so gerne mag?
Juhu, danke schön. Aber warum hat ihr denn das erhärtet? Ich meine... Was hätte ich sagen sollen? Ich meine, er wusste von dem Brief nichts. Wie kann meine Antwort von dessen Existenz der anderen Antwort er nichts wusste? Wie kann er davon schlecht? Das ist unfair. Das ist unfair Spiel. Das ist nicht realistisch. Er weiß von dem Brief nichts. Das finde ich unfair. Okay, wir gehen schlafen. Es ist Montag, der 24. Dezember 1951. Ich guck mal ganz kurz im Windows-Kalender nach. Geht das so weit zurück? Ja. Ha, sogar tatsächlich echt. Der 24. Dezember 1951 war tatsächlich ein Montag gewesen. Cool. Ich bin so hungrig. Wach auf, Schlafmütze. Es ist Weihnachten. Guten Morgen, Klaus. Es ist Weihnachten. Hast du Lust, heute etwas Schönes zu machen? Frohe Weihnachten, Klaus. Was willst du heute machen? Es ist Weihnachten. Und wir können uns wirklich auch ohne Geld eine schöne Zeit machen? Natürlich. Wir können Spaß haben mit dem, was wir haben. Nun lass uns mit dem Frühstück anfangen. Dann werden wir sehen. Natürlich. Okay. Erstmal wird geschlemmt. Soll ich das essen? Zum Frühstück ist ein bisschen too much, oder? Aber er ist hungrig. Und ich bin Mama. Hallo, hungrig. Die Frage ist jetzt... Wir geben ihm zum Frühstück mal sowas. Ich glaube nicht, dass er das zum Frühstück essen sollte. Schmatz, schmatz. Und jetzt? Irgendwas kochen? Können ein bisschen Fisch zubereiten. Gucken, was er sagt. Wir sollten unsere Wohnung dekorieren. Oh, eine sehr gute Idee. Ich weiß, wir können es uns nicht leisten, aber... Wir könnten Deko basteln aus Dingen, die wir haben. Das ist eine wunderbare Idee. Du hast neue Materialien zum Werk anhalten? Warum gehst du nicht spielen? Ich mache uns etwas Schönes. Ich kann die schwierige Deko machen. Du kannst ein schönes Bild malen, während ich versuche, etwas zu basteln. Aber ich will mit ihm basteln. Warum gehst du nicht spielen? Ich mache uns etwas Schönes. Ich kann die schwierige Deko machen. Aber er will es ja auch machen. Also wenn ihr eins wissen solltet, Kinder wollen immer alles machen. Ja. Deswegen sind diese drei Optionen da höchstens das aller einzige, womit ich mich begnügen würde, ist das unterste. Er malt ein schönes Bild für die Deko und ich versuche was zu basteln. Aber grundsätzlich versuchen Kinder immer mitzumachen bei den Dingen, die du selbst machst. Ne? So Nachahmungsverhalten, einfach mitmachen wollen, einfach mitentscheiden wollen. Du kannst ein schönes Bild machen, während ich versuche etwas zu basteln. Ich werde das allerschönste Bild machen. Ich glaube, das war die absolut richtige Entscheidung. Wir treffen uns im Wohnzimmer, wenn du fertig bist. Alles klar. Stifte, eine Schere, grünes und weißes Papier. Und was kommt da raus? Lass mich raten. Ein Weihnachtsstern. Na, fast. Eine Herzenkette mit einer norwegischen Flagge drauf. Toll, du hast Sachen aus Papier gemacht. Lass uns den Baum heute dekorieren. Alter, wo habt ihr den Baum hergeholt? Einfach schon aus dem Boden gezogen. Er sieht ganz gut aus. Besonders mit meinem Bild. Das stimmt auf jeden Fall. Aber wo ist das Bild? Wahrscheinlich die Dinger hier. Die Schneeflocken. Lass uns das besondere Weihnachtsessen machen. Haben wir etwas Gutes da, was wir kochen können? Verzeihung. Ich habe das schon vorbereitet. Toll, lass uns essen. Okay. Ich will dir jetzt mein Geschenk geben. Geschenke sind für nach dem Essen und wenn wir um den Baum laufen. Du weißt, dass es Tradition ist, zuerst zu essen, dann um den Baum zu laufen. Das Essen könnte kalt werden, willst du nicht zur richtigen Zeit um den Baum? Du weißt, dass es Tradition ist, zuerst zu essen und dann um den Baum zu laufen. Oh, richtig, Traditionen sind wichtig, das stimmt. Dann lass uns essen. Lass uns unser schönes Mahl genießen. Lecker! Das war richtig lecker! Danke für das Essen. Gehen wir um den Weihnachtsbaum herum?
Wir haben den Baum wirklich hübsch geschmückt. Oh. Das hat Spaß gemacht. Zeit für Geschenke. Ich habe dir das gemacht. Das ist so süß von dir. Danke, es ist wirklich schön. Toll, das ist ein wirklich gut gemachtes Geschenk. Oh, ist das putzig. Rentiere, die entschlitten sind. Das ist so süß von dir. Danke, es ist wirklich schön. Das ist so süß von dir würde bedeuten, oh, das ist aber nicht toll. Mein Geschenk magst du wohl nicht. Es ist wirklich schön. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Das ist so ein schönes Weihnachtsfest. Wow. Ist das für mich? Ich liebe Füchse. Danke, 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 danke. Er ist so süß. Wusstest du, dass Füchse Allesfresser sind? Ich werde einen schönen Platz dafür finden. Das ist das beste Weihnachten aller Zeiten. Kann ich schlafen gehen? Man muss bedenken, er ist ein Adoptivkind. Das heißt, also seine ursprünglichen Eltern wollten ihn nicht mehr oder mussten ihn aus irgendeinem Grund abgeben. Und er ist nicht bei seinen leiblichen Eltern. Tut mir leid, ich muss dir nochmal ganz kurz das Gewicht waschen. Und das ist natürlich... Weihnachten ist natürlich was ganz Besonderes für ihn, ne? Das war der besteste Tag, der perfekteste Tag aller Zeiten. Ich bin froh, dass er dir gefallen hat, mein Schatz. Ich hatte auch viel Spaß. Frohe Weihnachten. Hat dir der Tag gefallen? Das ist gut. Ich bin froh, dass er dir gefallen hat, mein Schatz. Ich verbringe gerne Zeit mit dir. Mit anderen Leuten macht es auch Spaß, aber... Es ist wirklich schwer, nicht zu wissen, wem man trauen kann. Ich habe meinen Freunden vertraut, aber sie mochten mich nicht mehr, als ich ihnen keine Süßigkeiten mehr gegeben habe. Wenigstens scheint Herr Berg nett zu sein. Vielleicht kann ich ihm vertrauen. Dann werden du und er die einzigen Menschen sein, denen ich vertraue. Eine Geschichte vor dem Schlafengehen wäre schön. Hast du Zeit? Es ist zu spät, Klaus. Ah, alles klar, dann gute Nacht. Haben wir noch was? Och, wie süß. Ein neues Bild? Ja, wir hatten ein Foto gehabt. Der Schneemann und er. Wie cool. Und er, wie er mit seinem Teddybären um den Weihnachtsbaum gelaufen ist. Ach, wie schön. Ja, das ist das falsche Datum gewesen tatsächlich. Es war der 22.12. Okay. Wir werden den Rest mal flicken hier. Dann haben wir wieder ein repariertes T-Shirt. Oh, ist das ein cooler Baum. Okay, meine lieben Freunde. Wir werden uns an dieser Position verabschieden. Von dieser Folge. Und ich freue mich schon sehr, sehr auf die nächste Folge. Und ich hoffe, es gefällt euch genauso wie mir dieses Spiel. Ich finde es einfach immer wunderschön. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.